Wir sprechen jetzt mit Niklas Würzner von den MLP Academics. Ihr macht die Spiele ja echt immer sehr spannend. Zum zweiten Mal in Folge ein Buzzerbeater. Ja, in der Tat. Wir wollen den Zuschauern ja auch immer ein bisschen was bieten. Von daher, waren jetzt zwei spannende Spiele auf jeden Fall. Wir sind natürlich froh, dass wir sie einfach für uns entscheiden konnten, auch wenn es mit dem letzten Wurf war. Manchmal gehört eben auch das bisschen Glück dazu. Der erste Saisonsieg war sehr wichtig, um in die Saison auch immer zu starten. Ist der erste Sieg immer das Wichtigste. Und dass wir jetzt natürlich im ersten Pokalspiel direkt den ersten Sieg holen konnten, ist natürlich überragend und freuen uns da jetzt unter den Top 8 zu sein. Genau, du hast gerade angesprochen, ihr seid jetzt unter den Top 8 und im Viertelfinale. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass ihr auch wirklich dann den Pokal gewinnt? Ja, also ich denke, Favoriten sind auf jeden Fall andere Teams, wie Berlin, wie München. Aber ich denke, man hat in der Vergangenheit auch gesehen, dass gerade Neuaufsteiger oder Teams, die noch nicht so lange in der Liga sind, auch immer mal für eine Überraschung sorgen können. Und ja, da braucht man natürlich auch mal ein bisschen Losglück, das ist klar. Und dann mal schauen, was da so drin ist. Vielleicht kannst du mich so ein bisschen mit ins Team mit reinholen. Ihr seid ja jetzt ins Viertelfinale eingezogen und du bist ja auch so ein Heidelberger Urgestein. Wie ist es denn so jetzt hinter den Kulissen? Wie sehr habt ihr euch als Team und Mannschaft gefreut? Ja, extrem. Also wie gerade schon angesprochen, es war seit Jahrzehnten überhaupt erstmal das erste Pokalspiel wieder für den Verein. Und dass man das dann direkt gewinnen konnte, ist, wie gesagt, überragend. Und ich denke, da der Verein freut sich auch sehr. Wir haben gestern auch direkt danach Glückwünsche auch von hinter den Kulissen bekommen, vom Management natürlich. Die waren natürlich alle sehr stolz, weil es doch ein großes Ereignis war. Und genauso war das auch in der Mannschaft. Die Trainer waren sehr happy und die Spieler natürlich auch. Wie ist es denn, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest? Auf wen würdest du, also auf welche Mannschaft würdest du am liebsten im Viertelfinale antreffen? Ich würde am liebsten gegen München zu Hause spielen. Einfach aus dem Grund, dass einer der Top-Teams ist und es da doch das eine oder andere bekannte Gesicht für mich gibt, auf das ich gerne treffen würde. Und ich denke, im Pokal, in einem Do-or-Die-Spiel ist immer alles möglich. Warum dann nicht auch gegen die Besten spielen? Ja, gegen die Besten spielen. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit der Mannschaft ganz viel Erfolg und wir hören uns bestimmt dann nochmal. Vielen Dank.